Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Vampire The Math Great. Wir sind immer noch zu zweit vorm PC, das wird sich auch die nächsten zwei Folgen, glaube ich, nicht ändern. Und später noch einmal wird Nanan ja auf jeden Fall wieder auftauchen. Ich komme wieder. Heute ist nicht aller Tage, ich komme wieder, keine Frage. Ja. Ja, wir wollten jetzt auf zum Kautionsspielerei. Ins Apartment, über dem Pfandhaus, da wo wir auch wohnen. Und danach endlich das Werwolfblut besorgen und danach endlich mit Therese und Janet labern. So, dann mal auf hier und es pisst immer noch hier aus Wolken. Was steht denn da drauf? The end is here. Wasch ein Bad. Emma! Emma! Smiling Jack! Oh Gott! Was suchst du hier? Was ist los mit dir? Ach, der smilet nicht. Nee. Er ist wieder. Da. Nein, der guckt dich an. Nein, nicht mehr. Egal, komm weiter. So, gehen wir mal wieder aus der Ich-Perspektive raus. Und ich sollte ein wenig langsamer reden. Und deutlich. Ja, ich auch. Genau. So. Da wir den Typen ja im Krankenhaus verschreckt haben, wird er uns immer wieder gut verkaufen, aber momentan brauchen wir ja keinen. Und jetzt geht's erstmal ab wieder hier rein. Menschen sind für keinen Skinner die primäre Nahrungsquelle. Ratten liefern ebenfalls ein wenig Blut. Sie können auch Blutbeutel verwenden, wenn sie welche finden. Oder sich welche kaufen. Oder einfach welche geschenkt bekommen, wenn man den Idioten einfach besticht. Das geht natürlich auch. Ja. Wo? Wen haben wir denn hier? Keegan, Maw, Marietta, genau, ja, da wollten wir 507. Hin. Direkt neben uns. Schade, haben wir aber auch nichts drin. Ja, dann mal auf hier nach oben. Ah! Er glitzert! Ih, es ist Twilight, es sparkelt! Das ist ein Vampir! Hi, it's Mike, look. I gotta head downtown for a few days, maybe longer. If Reno calls, tell him to meet me down there. We got something to discuss, apparently. I'll be at Milton's place in the Skyline Lofts 2A. Sorry, baby. I'll explain everything later. Ja, wir müssen in Skyline Apartment 2A. Da kommen wir noch nicht hin. Aber da kommen wir noch nicht hin. Hier ist auch nichts weiter los. Ekelhaft, die Flecken hier. Blut. 3000 Mal irgendjemand gestorben. Lacuna Coil. Hello, LA. You're up way past your family. So, dann jetzt mal auch wieder ins Krankenhaus. Sollten wir nicht erst in einem Heini Bescheid sagen? Müssen wir dem erst Bescheid sagen? Ja, ich glaube, wir kriegen Geld dafür. Ah, gehen wir mal gucken. Mal gucken. Hm. Nix. Ja. Ach ja. Blöpp. Schuh. Ich will wieder aus der Ich-Perspektive raus. So, ich wusste jetzt nicht, kann ich mich jetzt mittlerweile wieder reinschleichen oder nicht? Wenn du durch die vorderen Tür gehst, hat das wenig mit Fleisch und Symptomen. Na, ich meinte die komische Olle da belatschen, dass da irgendjemand drin ist. Den ich erkenne. Also ich meine, mit Verführung so. Und Erpressen könnte vielleicht funktionieren, aber ist das dann nicht eher manipulieren? Ich weiß nicht. Ich meine, verführen ist, wenn du da sagst, so, ja, okay. Süße. Schätzelein. Ich muss da mal ganz dringend rein. Und wenn ich gleich wiederkomme, kannst du direkt mitkommen. Die sieht mich gar nicht. Hast du mit dem schon geredet? Nee, doch, gerade vorhin. I told you, I will get to you when I can. Please take a seat. Bitte setzen Sie sich. Du bist auch ganz schön blutverschmiert. Du hast in die Hose gemacht. Das ist deine Tage. Man kann nach oben. Auch im Computer nachgucken. Einige Sachen über ihn herausfinden, dann kann man ihn erpressen. Oh, geil. Ja, nein. Wo ist denn der? Andere Seite. Administration. Hier? Ja. Malcolm St. Martin. St. Martin.
Sankt Martin, ich komme nicht auf den Stuhl drauf. Ja. Bei den E-Mails. E-Mail. Oh nee, Passwort. Ach, da hier war Panacea. Aha. So, und heute? Dann einfach alles durchlesen. Das ist Malcolm, hast du heute Abend Zeit? Vielleicht könntest du nach deiner Schicht auf einen Sprung vorbeikommen. Sie machen doch noch Hausbesuche, Herr Doktor, oder? Ich hab was, was du mal auf Herz und Nieren untersuchen solltest. Paige. Ja. Wollt auf zwei. Awe, sie hat was gerochen. Sie hat was gebrochen. Muss ich echt zweimal fragen? Wir müssen nicht, wenn du nicht willst, aber ich brauche wirklich ein Studienobjekt für meinen Anatomietest. Ja? Paige. Next. Och, komm bitte. Du bist so gut. Wir sehen uns gegen 5, oder? Ich bin echt happy, dass du vorbeikommst. Und wenn ich dir meine Dankbarkeit zeigen soll, du musst nur fragen. Peige. Lesen, erste Klasse. Malcolm. Oh Gott. Meinst du? Du kriegst glaub, nächste Woche. Das ist auch richtig. Ich glaub an dich. Meinst du? Du kriegst nächste Woche einen Tag frei? Meine Mutter kommt am Donnerstag in die Stadt. Ich habe eine neue Matratze und ein paar Vorhänge für das Gästezimmer besorgt. Ja, den Arzt interessiert das garantiert, dass man eine neue Matratze hat. Und kannst du mal auf dem Heimweg ein paar Donuts und Orangensaft zum Frühstück mitbringen? Ja klar, dem Arzt, die pimpern. Ja, das ist mir auch bewusst. Also war mir schon vorher bewusst. Ja, Donuts, Rembrandt. So. Sind Sie merken? Weiß Ihre Frau von Ihrer Affäre? Get out of here. Can't you see I'm with a patient? Dann ist es Ihnen also egal, wenn Ihre Frau davon erfährt? Scheidungen sind teuer. Ich bitte Sie nur um ein paar hundert Mäuse. Ich komme später. Ich glaube, ich nehme zwei, oder? Mhm. Are you trying to blackmail me? You don't know who my wife is. She wouldn't believe you. Now get out. Dann leite ich Ihnen die Mail von Paige an tina@sol.vtm mal weiter. Wait now. What do you want? Deal. But I'm in the middle of something. I'll have to drop it off later. Now never speak to me about that again. Tun Sie es in den Briefkasten für Apartment 508 über der Pfandleihe. Wo verdient man Geld? Ach, guck mal, der sieht aus wie ein Bruger. Beziehungsweise ein Gangrel. Ich glaube, wenn man ihn jetzt beißen würde, ich glaube, der müsste dauernd auf Klo rennen. Ja. Wo kommt man dann Geld? So, jetzt müssen wir noch nach oben das Werwolfblut holen. Hier kotzt gerade irgendjemand in die Leiter. So, ich glaube, die Tür habe ich schon aufgemacht. Ist sie vorne raus? Nein, ist sie nicht. Sie macht Geräusche. Dann machen wir doch mal eben schnell die Kamera aus. Genau, das war die, ne? Die gerade leuchtet. Kamera. 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 Optometrie. Genau, Kamera 1 oder Kamera 2 ist das? Kamera 2. Arzneimittel Kamera deaktiviert. Aus Sicherheitsgründen wurden alle anderen Kameras automatisch aktiviert. Moment. Ne, die ist immer noch an. Und jetzt Kamera 1 dann. Ja. Dann nochmal. Kamera. Kamera 1. Betäubungsmittel Kamera deaktiviert. Aus Sicherheitsgründen wurden alle anderen Kameras automatisch aktiviert. Ha, jetzt ist es aus. Die andere ist an. Ja. Gut. Aber der Tresor war noch zu. Irgendwo ist doch das eine Büro mit dem anderen PC, wo man den aufmachen kann. Kann sein, ja. Ja, BM Safe. BM Safe. Oh, schon wieder ein Passwort. Wir so gut im Englisch. Fähigkeit
zu niedrig für Hackversuch bei Schwierigkeit 4. Also ich habe auch sehr gut, ich finde Siffy Eto. Ja, mein Malkaff hieß Siffy. Siffy. Ja, das hat mich an Siffy und Trippi erinnert. Siffy und Trippi? Syphilis und Tripper. Siffy, Tripper. Okay. Ach Gott. Okay, ist gut. Ist ein Insider. Scheiße. Jetzt bräuchte ich jemanden mit Auspacks. Wie war denn das Passwort? Wo kriegt man denn das noch bei her? Wo steht denn hier das Passwort? Vielleicht bei den Donuts? Hallo, hallihallo. Er möchte jetzt Panacea. Aber da hat er ja unten. Ich glaube nicht, dass da jetzt auch Panacea ist. Man kann es gerne ausprobieren, aber ich glaube es nicht. Panacea. Falsches Passwort. Ah, wo? Muss doch irgendwo da sein. Ja, ja. Gehen wir mal suchen. Die Kamera ist jetzt auch an. Hier vielleicht irgendwas? Oh. Schizzle Dizzle. Die ist viel zu doof zum Knacken. Das kann die nicht. Kannst du vergessen. Ja, du nicht. Geh doch nochmal hier rein. Ich meine, hier war auch irgendwas. E-Mail. Oh, schon. Lakers. Bluttest, wo ist sie? Du stehst auf dünnem Eis. Sonderbare Blutprobe. Hey Danny, wir haben eine interessante Blutprobe von jemandem bei der Sun bekommen. Soll angeblich von einem Werwolf sein. Glaubst du so einen Scheiß? Aber egal, sie zahlen uns ja dafür. Kannst du das auf deiner nächsten Schicht checken? Danke, F-Dog. Frog-Dog. Ich glaube nicht. Woher zum Teufel soll ich denn wissen, auf was ihr testet? Sei kreativ. Ist wirklich keine große Sache. Schau einfach noch nach, ob da was Spanisch ist. F-Dog. Oh klar, sorry, die Probe ist im elektronischen Safe bei dem Betäubungsmittel. PS. Hast du Bock auf ein paar Körbe am Wochenende? Herrje, weißt du irgendwas? Ich hatte Phil das Passwort von ein paar Stunden ändern lassen. Das Passwort ist der Name von Malcolms kleiner süßer Affäre. Ups, Paige. Hab ich das gesagt? Du solltest diese Mail sofort wieder löschen. Wir sehen uns dann Samstagmorgen im Park. Aha, Paige. Ja, komm mal. Tülü. Falsche Richtung da lang. So, jetzt wieder ab nach oben. Heige! Schon der PC stand. Wo war der denn? Der hier, ne? Ja. Gut. So, Safe. Heige! Jawohl. Entriegeln. Ha! Schrank wurde entriegelt. Dann mal aufnehmen. So, gehen wir hier wieder rein. Hehe. Man muss auch beide Türen aufmachen, ne? Werwolf. So, zwei Erfahrungspunkte. Sehr schön. Oh ja. Klammer? 9! War ja nice. Dann machen wir doch nochmal eben. Eben dem Dicken Bescheid sagen. Dann kriegen wir noch mehr. Kriegen wir nochmal Geld und nochmal Dings. Dann gehen wir eben das Werwolfsblut abgeben. Machen uns dann auf Therese und Janet. Ja. Das machen wir. Finde ich gut. Bist du müde? Das ist so schön kuschelig hier. Oh Gott. Ja, ich sehe so schön kuschelig hier. Du hast ja auch meine Jacke an. Ja. Ja. Und ich nicht lustig über mich. Niemals. Hast du jetzt gerade gebumst oder waren das die
Ach, okay. So. Jetzt gehen wir zu Fetti Fetti. Fetti Bum Bum. Fetti Bum Bum. Tua, Tua, Tua. Wir haben noch relativ viel Blut, ja? Würde ich mal so sagen. Und momentan brauchen wir erstmal nichts mehr zu trinken. Erstmal. Komm ja noch schöne Gelegenheit. Eben. Nein! Ich habe keinen AIDS! Wie kommst du denn jetzt darauf? Weil ich einen Ohrwurm hab. Hey there, hot stuff! Nenn mich nicht Süße, du Pickle-Face mit nicht pickeligen Pickeln in einem pickeligen Gesicht an dein Ohrläppchen! Hey, ich habe ein paar Infos über Morty. So what'd you find out about Morty? Er ist irgendwo in der Stadt geflüchtet. Alright, then. I'll have to call in some bounty hunters to help me find money and a couple of other jumpers. Thanks for all your help. Danken Sie mir in amerikanischen Dollars. Oh, right. Sorry about that. Here you are. Einen Erfahrungspunkt bekommen. Und 150. Ja. See you around, then. If you ever find yourself or a loved one locked up, please call. Mach ich, bis dann. Ja, was sagt denn momentan das Geld, wa? Oh. 457. Dann noch hier die Uhr, die man verchecken kann. Mach nochmal nach oben. Mit den paar mickrigen Scheinen kommen sie nicht weit. Also ich würde davon schon ziemlich weit kommen. Sehr weit sogar. Ja. Der Prinz ist einfach gesagt ein großes Arschloch und hört auf den Namen Lacra. Ja, der kann doch auch nichts dafür. Wir wissen, was aus Lacra geworden ist. Ja. Oh ja. Was ist er nochmal geworden? Nicht Fischpaste. Fischpaste. Ja, ja, also wir haben herausgefunden, was Lacra nach seinem nach seinem Dreh in Vampire the Masquerade gemacht hat. Also er ist nicht unbedingt berühmt geworden, weil ich meine, man kann es ja verstehen und nachvollziehen, weil welcher Idiot mag bitte Lacra? Kamarilla Arsch? Prinz? Ziemlicher Schmirochel? Naja, der hat dann gesagt, okay, nach Vampire the Masquerade Bloodlines mache ich mal was anderes. Ich setz mich zur Ruhe, ich mach mir eine kleine Fischfabrik auf, wo ich Fischpaste herstelle. Und er stellt bis heute noch Fischpaste her. Mit seinen getreuen paar Dienerchen, die er da noch hatte, wenn überhaupt sein Arschkriecher, seine Fledermaustante. Oder was war das nochmal? Wenn die Fledermaus dem in den Arsch kriecht. Weißt du, wie der dann aussieht? Nicht schön! Dann sieht er aus wie eine Fingerpuppe auf einem dicken, wurstigen Finger. Oh. Guck mal, das Geld. Warum ist da Geld drin? Weil wir den erpresst haben vor ein paar Minuten. Oh, stimmt, da war was. Warte, jetzt kriegt er erstmal sein Werwolfblut. So. Mir ist das letztens passiert. Ich habe den normalen Blutbeutel da reingetan und habe mich gewundert, warum ich kein Geld kriege. Ich habe nicht gelesen. Oh. Das ist natürlich sehr schlau. Töten Sie unschuldige Menschen. Töten Sie unschuldige Menschen. Verlieren Sie Menschlichkeit. Weniger Menschlichkeit bedeutet ein höheres Risiko für Raserei. Zusätzlich nehmen Ihre Dialogoptionen womöglich ab, wenn Sie weiter Ihrer monströsen Natur verfallen. Weißt du, wie das dann bei Menschlichkeit Stufe 1 aussieht? Weil du das Werwolfsblut abgegeben hast. Ja, klar. Oder so. So, wir wollten jetzt... Warte, wir haben das Werwolfsblut. Ah, jo! Stimmt. Das erledigen wir dann aber gleich erst in der nächsten Folge, weil ich sehe gerade, der Countdown geht gleich wieder los. Und also haben wir jetzt hier erstmal zwei Nebenquests gemacht, die wir bis jetzt hatten. Also das war sowieso so ein abgespaceter Dreher. Ja. Ja, wir stehen jetzt vor dem Asylum. Die Ampel zeigt rot. Wir dürfen also noch nicht über die Straße gehen, aber wir stehen mitten drauf, aber es kommt ja eh kein Auto. Das heißt, wir sehen uns gleich wieder, wenn es heißt, Let's Play Vampire the Masquerade Bloodlines again.
und jetzt schaltet die Ampel gerade auf Rot. Wieder auf Rot. Läuft doch direkt der Polizist dran vorbei. Ja. Das ist schön. Ja, wir quatschen gleich mit Jeanette und Therese. Ja, das heißt, wir sehen uns gleich wieder, wa? Ja. Bis gleich. Ja.